Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind im Makaya-Schrein und es sind schnelle Reaktionen von uns gefordert. Und wenn wir eins wissen, dann, dass ich die besten schnellen Reaktionen habe. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Nimm mich mit, Plattform. Zum Sieg! Über den Tod! Ah, ha, 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 ha. Ich verstehe. Glaube ich zumindest. Aber erst, nee, das. Ich dachte, das öffnet gleichzeitig das Tor zu dem Dings. Warte mal, wie komme ich jetzt darüber? Hä? Das ist doch doof. Also das ist doof gemacht, dass man da nicht mehr dann rankommt. Aber warum? Schnelle Reaktionen. Das ist eher so ganz okay Reaktionen, ne? Ja, da kann man schon. Aber man muss jetzt nicht hetzen, ne? Das wollen wir auch nicht, dass hier jemand gehetzt wird. So. Bring uns zum Sieg, Plattform! Bring uns. Nein! Das ist nicht wahr! Boah, nee. Ja, warum kann ich da nicht einfach durchlaufen? Hier ist. Ist doch einfach lächerlich. Das ist doch einfach lächerlich. So, Plattform. Führe uns zum Sieg, Plattform. Führe uns zum Sieg. Ja, scheiße. Ein Scheißendreck ist das. Das ist doch nicht fair. Na, boah! Das ist doch. Was soll denn das? Reiß hier gleich alles ein. Ich mach gleich einfach alles kaputt. Puh. Puh. Das wär gleich halt eiskalt. Das wäre gleich eiskalt runtergefallen, dieses blöde Fass. So ein blödes Fass, ey. Boah, steht jetzt auch an der Klippe. Aber gucken wir mal, womit wir belohnt werden. Mit einem besseren Königszweihänder. Und wir haben sogar Platz für den. Und ist das hier komplett dasselbe Schemata? Nee. Okay. Ah, okay. Ich muss hier links. Dann muss ich es wahrscheinlich hinstellen, damit Linky Boy da nicht abgeworfen wird. Und dann muss ich es auf die andere Seite stellen. Okay. Aber hier kann ich es ja noch tragen. Hier kann ich es tragen und dann stellen wir es dahin. Nein, Linky Boy! Oh, ich hätte mich ducken können, ne? Shit, 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 shit. Oh Mann, jetzt fällt es halt runter an dem. Oh Mann.
Wow. Leute, dieser Schreiner, der ist nicht für mich gemacht. Der ist in keinster Weise für mich gemacht. Ne? Also, ihr merkt heute da mit meinen motorischen Fähigkeiten, das läuft. Das läuft nicht. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ist das. Das ist ja so einfach! Nur es hapert halt einfach an den Eingaben am Controller bei mir, ne? Es ist halt einfach blöd. So. Vorbei. Abstellen. Ducken. Nehmen. An die Seite stellen. Es ist halt komplett einfach, ne? Warte mal. Hä, und wo ist jetzt das? Das Rätsel? Ah, da ist ein. Ah, hier ist ein Schlüssel drin. Muss ja, ne? Ja, man hätte halt eh beides machen können, ne? Also, ich meine, dieser Schrein, der ist echt komplett einfach, nur ich hab's halt einfach komplett versaut, ne? Naja, da kann man nichts machen, ne? Aber jetzt sind wir ja fertig mit dem Schrein, deswegen können wir ihn ja auch wieder verlassen. So. Dann wären wir wieder bei den Ruinen. Jetzt beeindrucken wir den Gunny. Der Atem zweier Seelen. Ich verstehe, diese zwei Seelen waren in diesem Falle du und ich. Du hast das Rätsel gleich durchschaut. Das Rätsel, Alter, da sollen sich zwei Leute hinknien. Natürlich bin ich kein gewöhnlicher Reisender. Ich bin Linky Boy Held von Hyrule. Wieso merkt eigentlich keiner, dass ich Linky Boy Held von. Ich hab sogar das Master Sword jetzt. Trotzdem nimmt mich keiner ernst. Jedenfalls bin ich froh, dass ich das Rätsel lesen konnte. Ja, dass ich das Rätsel lesen konnte. Lösen. Ist ja dasselbe, ne? Das wissen wir ja alle. Lesen und. Hab ich was gesagt? Nein, das ist dasselbe. Ist klar, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. So, dann haben wir immer noch ein bisschen Zeit in diesem Part. Und, ist erstaunlich, dass wir immer noch Zeit haben in dem Part, obwohl ich absolut das Rätsel verkackt habe, ne? Aber gut. Jo, dann müssen wir uns noch irgendwas Gescheites suchen, was wir machen können. Croaky Boy! Croaky Boy geht ins Wasser wie ein echter Croaky Boy, Croaky Boy. Croaky Boy ist auf einem Baumsturm und jetzt immer noch auf dem Baumsturm von Croaky Boy? Croaky Boy? Croaky Boy? Croaky Boy hat mich verlassen. Oh, da ist er. Da ist ja Croaky Boy! Croaky Boy hat mich schon wieder verlassen. Warum verlässt mich Croaky Boy denn immer? Ich glaube, der hat mich gar nicht lieb. Ah, da. Mensch. Mensch. Steckt er sich jetzt an jedem Baum? Wow. Croaky Boy. Als ob ich hab dich schon vor einer halben Stunde entdeckt. Du bist halt immer nur abgehauen wie so ein Feigling. So, ich will hier mal diesen Ort erkunden, denn ihr seht, ne, hier haben wir noch absolut nichts gemacht und, ja. Klingt ganz klug, oder? Klingt ganz gut zu machen. Das ist zumindest meine Annahme, dass wir da irgendwas Gescheites finden werden. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir da sind. Es sieht ja einladend hier aus.
Okay. Aber da würde perfekt ein Sumpf hinpassen, oder nicht? Echt einladend hier, ey. Okay. Hier sind welche. Da sind so Zähne, Alter. Was ist das hier für ein kranker Ort? Ein Schrein. Hier ist ein Schrein. Und es ist ein Rätselschrein. Und ich würde sagen, mit drei Knochen sehen um den Schrein herum und den Knochen, die hier rauskommen. Ja, und drei Abgabepunkten würde man davon ausgehen, dass das ja irgendwie hier zusammenhängt, ne? Da, gucken wir uns das mal an. Ich kann das schon wieder nicht lesen. Ey, jetzt mach doch mal. Wieso macht man diese rote Schrift? Die kann doch so keiner lesen. Die uralten Kugeln, welche die Riesen des Thermeberges hüten, öffnen den Weg zur Heldenprüfung. Drei Hinoxe töten, oder was heißt das jetzt? Yep, es heißt drei Hinoxe töten. Wundervoll. Einfach wundervoll. So. Da reichen auch normale Pfeile, oder? Mann. Der Arme, ey. Tut mir fast leid, dass wir ihn umbringen. Tut mir ja fast leid, dass wir ihn umbringen. Jetzt sei keine Memme. Ich bring dich doch nur um. Ich meine, sonst ist da nichts bei. Ich meine, das ist jetzt nichts Persönliches, ne? Du hast eine Kugel, die ich will, also töte ich dich, ne? Nein, das ist halt, so läuft das im Leben halt, Hinoxi, ne? Manchmal wird man halt getötet. Ich müsste doch trotzdem durchschießen können, ne? Jupp. Und sonst Hinoxo. Tut dir irgendwas weh? Keine Ahnung. Dein Auge oder so. Ups, habe ich dich wohl umgebracht. So, und seine Truhe klauen wir uns natürlich direkt mit. Okay. Ist ja logisch. Wow. So, Röstforellen. Genau. Alter, also kommt das jetzt alles direkt auf seinen Magen? Ist das einfach jetzt so überge. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen, wo das herkommt, ne? Nee. Nee, das lassen wir jetzt mal. So, wie ist das denn ein schöner Weg nach da oben? Ich glaube schon. Oh, nein, ich glaube, das passt schon. La 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 la, Linky Boy, er klimmt den Hügel der toten Hinox. Bla la la la, und er ist zu doof, eine Kugel in das Loch einzufüllen. Jetzt. Ey, boah, ich werd jetzt aggressiv, ey. Und
Und ich würde sagen, die restlichen beiden Hinoxe, um die kümmern wir uns dann im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss! Tschüss.